Hey und ein herzliches Gute, mein Name ist Dennis Schulz, euer Kommentator von Magenta Sport. Und wenn mich jemand fragt, wer Meister wird, sage ich Mannheim. Weil Mannheim hat die wenigsten Gegentore. Und Achtung, ich habe der Euro schon bereitgelegt. Offense wins games, aber Defense Championships. Und es ist halt einfach so. Deswegen mein Tipp, Mannheim wird Meister. Und im Finale geht es gegen München. Es geht auch ins letzte Spiel, knappe Geschichte. Aber am Ende fliegen die Adler. In diesem Sinne, liebe Grüße hier aus Frankfurt. Hi, Mats Büchner hier. Heute bin ich in Augsburg. Da werden vermutlich keine Playoffs stattfinden oder ziemlich sicher. Und das ist echt keine Finalserie. Mein Tipp für die diesjährige Finalserie ist einerseits Red Bull München. Ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei. Das Team ist zu stark besetzt, dass es nicht um den Titel mitspielen würde. Und dann würde ich gleich noch einen kleinen Außenseiter-Tipp nehmen, nämlich die Straubing Tigers, die seit ein paar Jahren ja schon androhen, immer besser zu werden und vielleicht mal einen tiefen Playoff-Run hinzubekommen. Ich glaube, sie haben es drin in dieser Truppe mit ihrer besonderen Heimstärke. Und dann würde es ja vielleicht sogar reichen, einfach ein einziges Auswärtsspiel pro Serie zu gewinnen. Dann könnten sie vielleicht sogar am Ende deutscher Meister werden. Also mein kleiner Exotentipp: Straubing Tigers in 7 Spielen werden deutscher Meister. Hallo liebe Eishockey-Fans, Bernie Kapp hier von der deutschen Nationalmannschaft. Mein Tipp fürs diesjährige Playoff-Finale wird sein, ein bayerisches Duell zwischen dem ERC Ingolstadt und dem Red Bull München. Die Serie wird knapp ausgehen, meiner Meinung nach, aber dennoch stehe ich auf Seiten meines alten Vereins, dem ERC Ingolstadt. Viel Spaß! Ja, hallo zusammen. Mein Tipp für die Finalserie, langweilig, wie soll es anders sein? Ich denke, München wird dabei sein, aber ich glaube, den zweiten Platz, den holen sich die Ingolstädter, weil die wirklich über die Saison hin richtig stark spielen und jetzt auch zur richtigen Zeit gesund werden. Wer gewinnt, schauen wir mal. Hallo, mein Name ist Merida Lapre, deutsche Eishockey-Nationalspielerin. Ich spiele zurzeit in Jörgarden in Schweden Eishockey. Mein Tipp für das Penny-Finale ist, dass Ingolstadt gegen München spielt und dass das Finale 4-3 für Ingolstadt ausgeht, weil die einfach eine super Saison haben und das Ding holen. Hallo, hier ist der Felle. Es geht jetzt darum, mal rauszufinden, wer eigentlich so gut ist, um in die Finalserie zu kommen. Also ich glaube tatsächlich, Red Bull München wird einziehen ins Finale und ja, der zweite ist ein bisschen schwieriger. Mannheim ist immer ein Garant dafür. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, ist mein Tipp. München-Mannheim im Finale. Und Don Jackson weiß immer, wie man gewinnt. Also von daher könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass in München der Pokal hochgehoben wird. Hallo, mein Name ist Julia Zorn. Und mein Tipp für die DEL-Finalserie ist München gegen Ingolstadt. Letztendlich glaube ich aber, dass München das Finale für sich entscheiden wird, einfach weil sie einen tief besetzten Kader haben und ich glaube, dass sie trotz einer starken Vorrunde noch immer Luft nach oben haben. Mein Tipp fürs DEL-Finale. Ich glaube, dass die Münchner, die so eine gute Hauptrunde spielen, auf jeden Fall ins Finale kommen. Starke Mannschaft und auch einige Spieler rund die Hälfte der Mannschaft, die sind noch nie Meister geworden und haben sicherlich auch Hunger auf den Titel. Und der Gegner, schwierig. Ich glaube, dass es die Adler Mannheim werden, weil die einfach extrem viel Erfahrung haben. Wenn nicht Mannheim, könnte ich mir auch Ingolstadt vorstellen. Tolle Hauptrunde und trotz der vielen Verletzten einfach das auch durchgezogen. Mark French, erfrischender Coach, viele junge deutsche Spieler. Also wäre auch eine schöne Geschichte. Und im Finale, glaube ich, führt dann kein Weg vorbei an München, die die Mannschaft ja noch mehr verstärkt haben. Eben, und ich glaube, dann auch nach der Hauptrunde so weiterspielen werden und sich auch in den Playoffs dann im Finale durchsetzen werden. Ja, eigentlich beginnt sie. Die geilste Zeit im Eishockey. Darauf, wo die Spieler ja schon seit Beginn der Vorbereitung hinarbeiten. Die Playoffs. Also, es beginnt eine heiße Phase. Und ich glaube, dass in dieser Saison die Playoffs genauso spektakulär werden wie die Hauptrunde. Jeder kann irgendwie jeden schlagen. Allerdings läuft alles irgendwie auch über München. Red Bull macht einen unglaublich heißen Job dieses Jahr und ich denke, deswegen werden wir sie auch im Finale wiedersehen. Ich denke aber, dass Finalgegner eher so eine Überraschungsmannschaft wird. Vielleicht sogar die DEG. Das wäre mein Tipp. Aber lassen wir uns überraschen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf packende Playoffs. Schöne Grüße aus Wolfsburg. Hi, liebe Eishockey-Fans. Ich bin die Niki Eisenschmidt und ich spiele für die deutsche Frauennationalmannschaft. Mein Tipp fürs Finale ist, dass München auf Ingolstadt trifft und dass die Serie 4-2 für München ausgeht, weil München gerade für mich einfach dominiert und ein super Team ist. Ich melde mich heute vom Spitzenspiel, Zweiter gegen Erster, ERC Ingolstadt gegen den ERC Red Bull München. Und ich glaube, das wird in dieser Saison auch die Finalserie in der deutschen Eishockey-Liga sein. Es wäre ein bisschen zu naheliegend zu sagen, München wird Meister, denn diese Mannschaft dominiert seit Saisonbeginn irgendwie die Liga. Deswegen sage ich, München wird die Finalserie verlieren. Meister wird der ERC Ingolstadt.
zum ersten Mal seit 2014 wieder. Ich finde, die Mannschaft spielt eine unglaubliche Saison. Wenn alle verletzten Spieler fit sein sollten, ist die Mannschaft wahnsinnig tief besetzt, ultra stark besetzt. Und für mich hat Ingolstadt den besten Trainer aktuell in der Liga mit Mark French. Also Finalserie München gegen Ingolstadt, deutscher Meister Ingolstadt. Hallo, ich bin Ronja Jenicke, Penny DEL-Expertin bei Magenta Sport und ich tippe, dass dieses Jahr in den DEL-Playoffs im Finale der ERC Red Bull München auf die Straubing Tigers trifft. Hallo, ich bin der Specki und es geht also darum, wer kommt ins Finale der Penny DEL. Also ich denke mal, dass der große Favorit auf diesen Titel wird dann Red Bull München sein. Die haben bisher die souveränste Vorstellung in dieser Saison abgegeben. Sind für mich der ganz klare Favorit. Ja, und gegen wen es dann gehen wird, das weiß man ja nicht so richtig, weil man die Konstellation nicht so richtig weiß. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich nenne mal ein Überraschungsteam. Ich würde sagen, Straubing geht mit ins Finale mit Red Bull München. Hallo Eishockey-Fans da draußen, mein Name ist Patrick Ehrechner, ich bin von Magenta Sport. Ja, es geht um den Meistertitel diese Saison. Tut mir schwer. Warum? Wenn es normal läuft, wer will den ERC Red Bull München überhaupt bitte stoppen? 122 Punkte in der Hauptrunde erreicht, das ist überragend. Wer könnte München ein Bein stellen? Ingolstadt, Straubing, Mannheim, Köln, Düsseldorf, Wolfsburg, also da gibt es schon einige Anwärter, aber wenn es normal läuft, dann wird es der ERC Red Bull München. In diesem Sinne, wir sehen uns in den Playoffs. Ciao von außen.